Guten Morgen. Schön, dass du wieder auf meinem Kanal Künstlerstreich bist. Ja, ich habe hier nochmal eine Spachtelmasse. Schau mal, der Spachtel steckt oder bleibt stecken. Also die ist so ein bisschen klumpig noch, aber das verteilt sich wie beim letzten Mal gleich auf der Fläche. Damit hast du den ersten Schritt getan. Und von jetzt an, ja, kannst du einfach experimentieren. Nimm die Werkzeuge, die du da hast. Ich habe hier den Kuchenheber nochmal hingelegt und Spachtel, egal was du hast, fang einfach damit an. Verteil die Masse und mit dem Werkzeug, was du einfach hast. Und ich nehme jetzt hier nochmal dieses Messer, weil ich das gerne benutze. Du hast eine leichte Textur, so wie hier jetzt. Schau mal, die ist so winzig. Du kannst es wunderbar dich jetzt auch schon so einarbeiten in die Malerei und mit der Paste so schön spielen. Warum nicht? Nimm deine Hand. Mit der Hand zu arbeiten ist auch immer was Besonderes. Und ich habe heute was im Hinterkopf. Mich faszinieren die Gänse. Und ich habe hier so ein schönes Werkzeug, was ich eigentlich zum Malen verwende. Aber ich habe mir überlegt, ich probiere das hier nochmal aus, weil ich möchte irgendwie diese Federn der Gänse, dieses Muster, dieses Federkleid, finde ich so faszinierend von der Farbe. Aber auch von der Form. Ja, und vor allen Dingen, du kannst es auch alles wieder wegmachen. Du kannst ausprobieren, dann hast du was und kannst es danach einfach wieder glätten. So, den Spaß, den ich hatte, der ist jetzt hier schon drauf verewigt. Ja, jetzt möchte ich. Nee, Moment. Die Gänse, die ich hier sehe, die haben so ein fantastisches Orange an den Beinen und an den Schnabel. Sieht fantastisch aus. Ja, die sieht ganz flüssig aus, ist sie aber gar nicht, wie man jetzt sieht. Die läuft ja nicht von alleine. Ich muss mir mal eine neue holen. Gießen wir einfach mal ein bisschen Wasser dazu. Und ja, das zieht eh schnell in die Masse wieder ein. Und jetzt möchte ich so ein bisschen die Struktur betonen und ja, einfach mal laufen lassen. Ja, wow, oder? Ich meine, es ist so einfach. Also ein bisschen Paste, ein bisschen verteilen, ein bisschen flüssige Farbe drauf. Der Teigschaber, perfektes Werkzeug. Also mach das, probier das aus. Ja, und so kann es dann aussehen. Aber ich finde hier so ein paar tolle Stellen, die gefallen mir total gut. Nicht so an den Hals von den Gänsen und hier so kleine Flügel überall. Ja, wie geht's weiter? Ich mache mal mit dem Orange jetzt weiter, weil das will ich endlich sehen. Also Farben wirken ja auch auf einem persönlich. Ich finde es total schön. Ich mag das jetzt sehr gerne sehen. Kann auch sein, dass es wieder kippt, dass ich sie dann nicht mehr sehen kann. Also, das passiert auch. In dieser Farbton ist da auch immer noch mal so mit im Federkleid drin. Das probiere ich jetzt hier noch mal. Einfach ein bisschen rumschmieren, ein bisschen verteilen, verwischen.
Ja, du siehst, ich kann die Struktur auch komplett wieder wegnehmen, dann sieht man es kaum. Oder wieder so, ja, wegwischen. Und da zeige ich dir ja immer wieder unterschiedliche Möglichkeiten. Heute machen wir es einfach mal so. Und dann kommen die ganzen Federn durch. So einer großen Fläche kann man schon mal gucken. Mir gefällt die Stelle hier ganz gut und ich mag auch das Helle ganz gerne. Deshalb gucke ich mal, ob ich das Helle noch mal wieder mit aufgreife, noch mal wieder heller werde. Mir jetzt wieder zu hell geworden. Also nochmal wieder was drauf. Dreh das ruhig immer wieder um und ich überlege die ganze Zeit, irgendwas stört mich, vielleicht mag ich auch den Farbton nicht. Ich muss das, glaube ich, nochmal wieder ein bisschen reduzieren. Das macht aber auch immer Spaß. Also die Farbe einfach raufzuhauen, das macht echt Spaß. Ist jetzt aber, glaube ich, ein bisschen viel Farbe drauf gekommen. Also nehme ich die einfach hier nochmal ein bisschen ab. Sieht aus wie Flügel jetzt. Also, tja. Lassen wir uns mal Flügel wachsen, mal wieder. So, jetzt will ich das Orange nochmal draufsetzen. Ja, es wirkt natürlich fantastisch.
Moment, ich brauche mal. Ich habe mir kein Palettenmesser hingelegt, also. Das leuchtet jetzt so, wie ich es mir gewünscht habe. Das war eine tolle Arbeit, hat viel Spaß gemacht. Zwischendurch hat mich aber das Orange so ein bisschen genervt. Dann war das Beige so, das mir nicht mehr gefiel. So, und jetzt finde ich es aber richtig, richtig schön. Ich habe hier noch ein bisschen dunkle Stellen mit beigegeben und jetzt fliegen da quasi meine Gänse drüber und überall sehe ich diese Struktur und ja, es erinnert mich einfach immer wieder daran. Also ich schaue mir die total gerne an. Die sind bei uns ganz, ganz viele. Und ja, und natürlich auch so kleine Details und es macht einfach Spaß, mit der Farbe zu spielen. Also einfach machen, ne? Ja, es ist einfach unser Motto, oder? Das kennst du, das ist im Kanal, das Bild da hinten, das auch, das gibt es auch im Shop. Also du kannst gerne auch auf meinem Shop gehen. Und herzlichen Dank an all die, die das eh schon gemacht haben. Also vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Auch ob es ein Kommentar ist oder dein Like, bitte liken. Dankeschön. Ja, für alle die, die das Buch haben, schau mal auf Seite 18 und auf Seite 19. Da steht was zum Thema und Ausdruck. Und das passt gut heute. Also erzähl deine Geschichte, bring das hinein, was dich fasziniert. Und du kannst es aufgreifen in Farbe, in Form, in Strukturen und ja, dann nochmal deinen Schlusspunkt ziehen oder dein Highlight setzen, deinen Höhepunkt. Also lass deine Figuren auftauchen und wieder verschwinden und hab einfach Spaß dabei. Ich wünsche dir alles Gute, hab einen ganz schönen Sonntag. Schön, dass du hier bist. Danke, dass du mich unterstützt. Ja, ich sage immer wieder Danke. Ich lese euch auch eure Kommentare, weil ich mich wirklich richtig freue, dass du hier bist, dass ihr alle hier seid und diese wahnsinnig wertschätzende und respektvolle Gemeinschaft hier bildet, wo ihr alle dieselben Interessen habt. Also vielen Dank nach wie vor. Ja, schön, dass du da bist. Hab einen schönen Sonntag. Tschüss.